Liebe Studentin, lieber Student, hier ein weiterer Text zum Hörverstehen, ähnlich dem vorangegangenen zum besseren Verständnis und Üben. Das Thema bleibt die Kurzreise, der Kurzurlaub, und zwar der Urlaub für 2-3 Tage über das Wochenende oder über einen verlängerten Brückentag hinaus. Zum Beispiel der Donnerstag ist ein Feiertag, dann nehmen viele den Freitag als Brückentag, als arbeitsfreien Tag, um ein paar Tage Urlaub zu machen. Und diese Art des Urlaubmachens liegt voll im Trend. Das heißt, bei den Leuten ist diese Form des Urlaubs beliebt. Man macht einen Tapetenwechsel und dieser Tapetenwechsel ist gut für die Seele, der tut uns gut. Wir kommen raus aus dem Berufsstress, aus dem Berufsalltag oder aus dem Alltagstrott oder dem grauen Alltag, wie er jeden Tag für uns ist. Diese Art des Kurzurlaubs bringt uns neuen Schwung, er bringt uns neue Energie für die nächsten schweren Wochen, die Arbeitswochen oder Berufswochen. Wir sollten uns also mehrere Male solche Tage der Entspannung, der Erholung, der Abwechslung gönnen. Tschüss, bis zur nächsten Folge.